teste ich mich, wenn ich dieses Selbsttestkit vor mir habe? Zur Vorbereitung ist es hilfreich, ein Papiertuch zu haben und wieder einen Ständer für das Flüssigkeitsröhrchen, hier aus einem Eierkarton gebastelt. Hier stecke ich das Flüssigkeitsröhrchen rein, öffne die Testkassette. Lege die hier hin, öffne das Flüssigkeitsröhrchen. Und dann das Teststäbchen für die Nase. Jetzt kann ich die Maske abnehmen in ein Nasenloch. 3-4 cm reinstecken. 3-4 mal drehen. Das andere Nasenloch. Das gleiche. Dann Maske wieder aufsetzen. Das Stäbchen in die Flüssigkeit stecken, jetzt hier rausnehmen, in der Flüssigkeit 3-4-5 mal drehen, dann ausdrücken, mehrfach, dann das Stäbchen auf das Tuch legen und das Nozzle Cap, auf Deutsch wahrscheinlich ein Rüsseldeckel, draufstecken und vorsichtig 3 Tropfen in die Testkassette geben. Vorsichtig drücken. Es kommt relativ plötzlich die Flüssigkeit. Dann kann man das hier wieder reinstecken. Ab jetzt läuft die Zeit. Nach 15 Minuten kann man das Ergebnis ablesen. Kleiner Tipp. Hier ganz vorsichtig drücken. Die Flüssigkeit kommt sehr plötzlich. 15 Minuten sind um. Wir können das Ergebnis ablesen. Ein Strich, das heißt, der Test ist negativ, kein Corona.